treibst du dich schon wieder rum im Haus? Ich hole aus unserer alten Lagerstätte noch Dinge ab. Okay. Oh, da ist ja schon fast alles weg, du. Ja. Schön. Das da unten hast du auch schon geholt, ja. Wahnsinn. Okay. Ich sag ja, Fuchs muss sein. Schwanz muss taum, Fell brauchst du gar keins. Hey. Den brauchst du noch, ne? Ja. Ja. Moment mal, aber dann. Ich nehme mal die Schädel mit für unseren Dungeon unten. Jawohl. Tü. Wo sind sie denn jetzt? Ja, oben sind sie drin, verdammt. So, genau. Hübsch, hübsch. Der Stuhl muss auf den Schreibtisch. Ja, es sieht doch echt langsam richtig wohnlich aus. Mhm. Ich schaue jetzt nochmal hoch, weil ich bilde mir ein. Oh, wir haben eine Fahne. Wir haben eine Fahne, wir haben sogar zwei Fahnen. Wow! Das finde ich geil. Ha, die bewegt sich. Finde ich gut. Das finde ich ja richtig geil. Die kommt. Aber. Ey. Hey, der Hund. Aber echt. Auf dem Kamin? Ja, nee, ich würde es da vorne hin machen, ja. Vorher? Ja, sondern ist auf gleicher Höhe wie die andere. So. Ich weiß, ich bin ein Symmetrie-Nazi, aber. So, anders passt es ja die. Nach ganz vorne geht's ja nicht? Nein. Okay, ja, dann lass. Geht's ja nur auf der anderen Seite. Okay. Also, so sieht's irgendwie blöd aus in dem Kamin. Ja. In der Tat. Ja, dann mach's ja auf den Kamin, komm. Genau. Schön. Schönes Ding, ja. Boah, muss man schnell ein Schlückchen trinken. Ja, was brauchen wir jetzt? Ah ja, ich wollte mal aufs Schiff gucken, weil ich bilde mir ein, da wäre noch. Entweder auf meinem oder auf deinem hätte ich irgendwo Glas gesehen gehabt noch. Gut möglich. Ich check das mal schnell ab. Also hier auf jeden Fall nimmer. Oh, aber da ist noch die Sicherheitstür, die wir für unseren Serverraum brauchen. Ah, sehr gut. Ne, und bei dir ist leer. Hm. Keine Ahnung, was ich da wieder gesehen gehabt habe. Hey. Boah,
du dich dahin. Achso, das geht ja vermutlich nur, wenn Dach schon vorhanden ist. Dann brauchen wir mal den Kobel. Rice Seed, wieso habe ich Rice Seed dabei? Oh, der könnte mir vorhin runtergefallen sein beim Dach abernten. Ist dem so, ja? Vermutlich. Shit. Sag mal jetzt. Also. Wo wollen wir denn jetzt den Garten anlegen? Auf dem Dach wieder? Ja, entweder das oder doch, Dach wäre eigentlich ganz okay, schon, oder? Oder? So. Könnten wir ja hier Könnte dann sogar ein paar Zäune hinbauen, wenn man möchte. Hast du Zäune? Noch nicht. Kannst du welche machen? Ja, die sind recht simpel zu machen. Weil dann könnten wir es ja auch außerhalb vom Haus machen, also. Aber auf dem Dach fand ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Dach ist ganz gut, ja. Schon, ne? Dann bringe ich hier nämlich schon mal ein bisschen Erde an. Reicht da so eine einfache Schicht? Ja, die reicht da. Gut. Na, super. Oh Mann. Was denn? Na, ich baue schon wieder Schwachsinn. Dann ist ja gut. Hallo? Warum kann ich den nicht bauen? Ich hab mal gesagt, ich nehme mal die Hightech-Kisten, weil die ganz gut aussehen, und da packen wir dann unsere Waffen und so Schmarrn rein. Das klingt gut. Was hältst du jetzt eigentlich von diesen Bullaugen? Die sind ziemlich geil. Ja, aber die nerven schon ein bisschen, oder? Ja. Also, man darf halt kein Epileptiker sein. Gut, dann lasse ich sie. Ich dachte mir nur, weil die halt genau in unserem Schlafzimmer auch sind, weißt du schon? Wo du dann nachts völlig ausflippst. Ach so. Jo, jo, jo. Ach so, willst du die hier oben hinbauen? Nee, ich überlege nur, wo man die am besten jetzt hinbaut, so diese zwei. Nee, wir können ja vor jedem sein Bett, können wir ja eine machen, so eine Bunde, und dann kann er da seine Waffen reintun, derjenige dann. So. Das stimmt. Ja, jetzt habe ich sie wieder abgebaut, warte mal. Ja, mach mal. Ja, alles klar. Welche Kistenfarbe willst du? Das ist mir wurscht. Grün oder blau? Blau. Okay, welche Seite möchtest du? Rechts oder links? Da, wo die blaue Kiste steht. Okay. Dann nehme ich das zugige Zimmer, bei mir ist eh immer warm. Dann ist ja gut. Genau. Na, das ist okay, weil dann kann ich hier gleich mal... Hatte ich nicht irgendwo ein paar mehr Waffen eigentlich mal? Ja, ist noch dieser Speer. Soll ich mal interessieren, ob das hier auch wieder funktioniert, wenn man das irgendwo hinbaut? Hm? Oh ja. Der komische Tesla-Beam funktioniert. Okay. Cool. Ich überlege gerade, wo ich das Schild hier anbringen kann. Ich überlege gerade, wo ich die Teslas hinbaue. Ah. Ja, beste Idee. Du hast doch vorhin schon mal so ein Schild angebracht, ne? Ja, das muss links oder rechts an irgendeine Wand ran. Ja, aber
Es geht nicht. Oh, doch, es geht. Verdammt. So, also da draußen, wo es leuchtet, bitte nicht reintreten. Das ist unsere Hausiererabwehr. Ist in Ordnung. Hoffentlich, mal schauen. Man könnte die ja ein bisschen versenken und dann so eine Fallgrube machen. Stimmt, könnten wir auch machen. Aber eins nach dem anderen. Ja, das ist ja, ne? Richtig. Also so langsam fühle ich mich echt wieder heim. Ja, das ist gut. Ja. Vor allem mit dem Serverraum hier unten. So sieht's bei mir nämlich auch aus. Also hätte ich gern, dass es so aussieht. Ja, ja. Ja, ja. Mal kurz eine Runde ratzen. Hm, mach ich dann auch mal. So. Oh, da kommt schon wieder Feind. Was? Von oben? Boom, hat er gemacht. Der Hosenscheißer. Sehr gut. Jawohl. Ja, so gefällt mir das schon viel besser hier. Und hier. Ich habe auf Sie gewartet, Mr. Bond. Sehr schön. Fehlt nur die Katze. Stimmt, die wäre auch noch schön hier. Ja. Aber wenn ich mir das Inventar so anschaue, kann man sich hier auch Tiere halten, ne? Es gibt. Es gibt einen Pet-Slot auf jeden Fall. Ja. Zwei sogar. Da müsste ich nochmal nachgucken, wie das ging. Mhm, fände ich aber cool. Aber fällt mir gerade nicht so ein. Ja, ist ja kein Stress. Wir haben ja, glaube ich, auch noch keine Tiere gefunden, oder? Ich glaube, da kann man sich eines von diesen Monstern, glaube ich, sogar holen. Aber. Da bin ich ganz sicher. Ah ja. Das finden wir schon auch noch raus. Ich denke auch. So, meine Liebe. Na, wer dann? Ah, der rennt weg. Ah, was haben wir noch alles? Kann man in dem unserem Kamin oben, kann man da Sachen schmelzen? Da kannst du Sachen kochen. Kochen, ja. Glaube ich. Gut, dann koche ich mal. Oder? Ich koche mal und? Ein bisschen. Ach Mano, echt jetzt? Funktioniert gar nicht mit denen. Dann können wir uns die Spikes auch sparen. Mhm. Ja, schade eigentlich. Ja, ein bisschen. Also ist... Ah, da ist schon was drin. Okay, packe ich das Essen dazu. Da. Oh oh. Ah, ich hatte doch... Hatte ich nicht? Irgendwas habe ich doch noch hier abgebaut gehabt. Ein Kochtisch, ja. Für was braucht man den eigentlich? Den braucht man zum richtigen Sachen kochen. Das heißt, wo bauen wir den hin? Hier oben oder nach unten? Ja, kann eigentlich auch mit da oben hin. Ja, genau. Ich habe oben ja auch die in eine von den Bücherschränken die unfertigen Lebensmittel drin. Die fertigen meinst du? Die fertigen im linken, so, die unfertigen ja. im mittleren. Also im zweiten. Ja. Das war noch mal rein muss. Okay. Dann habe ich da unten mal ein bisschen was zum Schmelzen. Was ist in den Kisten hier alles? Ah ja, genau. Sehr schön. Mhm. Dann schmelzen wir mal Eierenohre. Aha, ich habe eine Bombe. Ne, ich habe sogar drei Bomben. Cool. Ja, ich habe ja wie gesagt so eine Granate bei mir am Schiff gefunden. Hm. Bin auch mal gespannt, wie die wirkt, wenn man sie dann mal
auspackt. Ja. Ja. Ich kann nur überlegen, ob wir irgendwie so eine Trash-Kiste machen, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft, dass man irgendwo Sachen verkaufen kann. Nee, verkaufen nicht. Ich habe es ja nur immer in den Mülleimer geschmissen bis jetzt. Ja, genau. Ja, komm dann, leck mir den Mist. Ja, wir können schon mal eine Trash-Kiste machen, aber... Ja, eigentlich ist Quatsch, hast du recht. Eigentlich schon, ja. Deswegen, ich muss kurz auch mal eine kleine Entsorgung machen hier. Aber... so tun. Kann ich dich nämlich wieder abbauen. Und dann gefällt mir das. Okay, das ist auch fertig. Hast du die Uhr schon aufgehängt? Jo, Wohnzimmer. Sehr geil. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. Finde ich gut. So muss das sein. Ja. Habe ich jetzt noch was zum Schmelzen hier? Sag mal. Nein. Wie kann man reparieren, hast du gemeint? Das entsprechende Erz, also in dem Fall Gold, einmal mit Rechtsklick drauf. Okay. Ja, gut. Mal gucken dann. So tun. Oh, Gold haben wir vorher noch nicht viel, ne? Mhm. Oder hast du schon wieder was verbraten? Ich habe noch nichts verbraten. Okay. Ich habe die Erze habe ich jetzt mal in der linken Kiste und das Geschmolzene in der rechten Kiste. Sehr gut. Wir bleiben optimistisch, dass es so viel wird. Irgendwann. Natürlich. wo hast du Kohle drin? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Dann machen wir hier mal die erste mal zur Kohlekiste. Mhm. Sag also, mal, wie viele Kisten habe ich denn? Also gut, wieder raus. Kisten auf. So tun. Cool. Hier. Oh, ich bin hungrig. Also noch nicht so 100% hungrig, aber so hungry steht da. Ich habe noch nicht schon mal ein Zeichen. Ich habe noch nie Brot gegessen. Mach ich mal. Mach doch mal, das ist auch halb voll dann wieder. Gespannt. Wow. Ja, ne? Ist geil. Es läuft einfach, es läuft. Die Uhr ist genial. Ja, ne? Mhm. Okay. Was haben wir denn jetzt noch? Ach ja, ich wollte die Sanduhr noch irgendwo anbringen. Die Sanduhr, die passt doch zum Globus, oder? Ins Wohnzimmer. Ja, freilich. So. Genau. Das Ding hier, das kann ich mal weg. Oh, ich habe noch zwei weitere. Machen wir mal so. Weg mit. Diese blöden Schilder da haben wir auch mal weg. Oh doch, geht doch. Ja, egal.
jeder von uns noch ein Nachtlicht. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob das noch irgendwann kommt, dass man hier auch mit so Art Redstone wie bei Minecraft Schaltungen machen kann. Dass man dann Lichter ein- und ausschalten kann und solche Geschichten. Also irgendwas über Wiring habe ich im Wiki mal gelesen, dass das gibt, aber was das genau auf sich hat damit, okay, müsste man nochmal gucken. Mhm. Ja, aber das fände ich ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Wäre ganz nice auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges an Eisen. Ja. Und Kupfer. Und ein bisschen Silber. Gucken wir doch mal, ob man da nicht schon ein bisschen Rüstung bauen kann. Okay. Kupfer. So, Bücher. Bücher. Hast du schon irgendwo eine Lederkiste? Links neben dem Spinnrad, so, Spin, ja. Spinnrad, ja. Genau. Gut. Shit. Ha? Okay. So, wo brauchen wir Stahl? Makeshift Chestplate kann ich machen. Weiß nicht, ich glaube, das ist auch wieder so eine individuelle Sache. Okay. So, ich kann Naves machen. Gut schauen. Makeshift. Was? Makeshift? Makeshift. Ja, so heißt das komische Ding hier. Okay. Ah, das ist ein Set. Speziell ist hier 4. Das vergleiche ich jetzt mal mit allen von den anderen, die ich als nächstes hätte. Mhm. New Codex known. Dreadwing the Penguin. Aha, okay. Ah, hast ein Buch gelesen, endlich. Jo, endlich mal. Sehr schön. Gather round and let us speak of Dreadwing the Pirate. This vile bird once posed as a glitch king went toe to toe. Das hatten wir doch vorhin schon mal. So was. The problem with tentacles. New? Ach, die sind alle new. Keine Ahnung, welches da das Newste ist. Müsste eigentlich an der Metalwork funktionieren. Schade. Ich weiß nicht warum. Ach, warte mal. Mhm. Hau raus. Ich glaub, ich hab noch keinen Stahl gefunden, deswegen kann ich das auch nicht bauen. Okay. Ja, und deswegen weiß ich nicht, wie Stahl aussieht, deswegen kann ich mir die Stahlrüstung noch nicht bauen. Okay. Daher wird der Wind. Okay. Jetzt halt lang. Gut. Interessant.